Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von White Rabbit TV. Hier sind Sascha und Heiner vom White Rabbit Community Game Store. Schön, dass ihr heute dabei seid. Bevor wir loslegen, eine kurze Bitte. Falls euch das Video gefällt, hinterlasst uns einen Daumen nach oben und insofern noch nicht geschehen, bitte auch ein Abo. Kritisches Feedback ist natürlich ebenfalls willkommen. Wenn ihr was habt, raus damit. Vielen Dank. Yep. Und da geht's auch los, beziehungsweise weiter. Diesmal, genau, Monarch ist natürlich schon seit längerer Zeit geschafft. Hier ist ein Tales of Aria First Edition Display. Und da haben wir heute das erste Box-Opening-Video von. Oh, und wir sind gespannt. Das neue Set, großartig. Überhaupt schön, dass wir ja weitermachen können mit der Box-Opening-Serie. Ihr habt es ja gemerkt, wir hatten jetzt die letzten Wochen ein bisschen weniger Content. Das war natürlich einmal der Tatsache geschuldet, dass wir erstmal auf das neue Set, auf Tales, warten wollten, nachdem wir die Reihe mit der Monarch First Edition ja durch hatten. Und hatte aber auch noch den Grund, dass wir gerade wirklich mitten im Umzug stecken. Also der White Rabbit wird umziehen, wir werden uns vergrößern. Das ist eine schöne Info. Und da sind wir gut beschäftigt. Und auf privater Ebene kam dann auch bei mir noch der Umzug hinzu. Also alles gleichzeitig gefühlt. Und ja, da litt leider so ein bisschen der YouTube-Output drunter. Aber da sind wir wieder. Ja, sind wir dabei. Und zum Umzug des Rabbits vielleicht noch ein Satz. Geht jetzt nicht in eine andere Stadt, es geht noch nicht mal in eine andere Straße, es geht zwei Nummern weiter nach links, was die Häuser angeht. Also es bleibt im Grunde sehr nah dran, aber halt deutlich größer und wir freuen uns drauf. Das ist spannend. Oh ja. So, und es geht los. Zweites Booster, erste Majestic. Komm. Ja, sehr schön. Es klappt nicht mehr ganz immer mit dem ersten Booster, aber zweiter hat schon mal funktioniert. Wir haben am Setup ein bisschen gefeilt, dank eures Feedbacks. Zu den Monarch-Box-Opening-Videos wussten wir auch, wo wir da anpacken müssen. Hier ist jetzt eine bessere Kamera im Betrieb, vor allen Dingen, was den Punkt angeht, den Zoom und die Optik ein bisschen aufzupushen. Und das hat jetzt dann alles ganz gut geklappt. Die Kamera lief stabil. Die Box-Openings sind letztlich recht glatt gelaufen. Wir haben 17 Videos jetzt, ja, und da sieht man vielleicht auch mal die Qualität der Kamera schon ziemlich gut. Für all diejenigen, die jetzt neu dabei sind, ein Satz zum Aufbau dieser ganzen Geschichte. Links unten ist eine Rechnungsnummer zu sehen, das ist hier die 4466. Das sind die letzten vier Zahlen der Rechnungsnummer auf der ausgedruckten Rechnung, die dem Paket und beziehungsweise hier dem Display beiliegt. Und so ist also eindeutig zu identifizieren, welches Display wem gehört. Rechts unten ist die Angabe Display 1 von. Hier haben wir jetzt ein einer Display Opening. Teilweise haben wir auch mal drei oder vier oder zwei. Und damit man das zuordnen kann, wo man gerade ist, die Angabe hier 1 von so und so viel oder x von so und so viel. So. Das heißt auch, ihr habt schon gemerkt, ihr könnt euch noch auf einige Videos mit uns gemeinsam freuen und dass wir kollektiv hier mitfiebern, dass wir schöne Puls hier rausziehen. Insofern, ja, ist einfach schön, dass wir weitermachen können. Und das Set ist so toll. Ja, Videos sind auch einen Tacken schneller geworden. Die Booster gingen auch super gut auf diesmal. War total klasse. Ja. Ja, in dem Sinne auch, wir haben jetzt Tales of Aria, das neue Set, mehrfach erwähnt. Wir sehen es hier und können mitfiebern. An der Stelle auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle Besteller, die bei uns dann in der Vorbestellung sich das ein oder andere Display gesichert haben. Und ich glaube, Heiner, wir können sagen, das lief echt alles rund, ne? Was das Ausliefern angeht, Abholen. Ja, echt, echt gut. Also am Release und auch im Pre-Release waren tolle Tage. Ja, und auch die Box-Opening-Videos. Ich glaube, in den ersten drei Tagen nach Zugang der Ware haben wir die Box-Openings alle durchgezogen, die Videos alle abgedreht, dann gingen die Displays wieder in den Laden, sind von dahin verschickt worden. Ich glaube, das war maximal eine Woche, die man dadurch verloren hat, so gesehen, wenn man möchte als Kunde. Ich hoffe, das ist für euch akzeptabel. Großartig weiter beschleunigen geht vielleicht, probieren wir, ist schwierig, aber es ist jetzt alles bei euch. Wir haben nichts mehr hier liegen. Das ist alles da an Bestellung.
Es war einfach eine Woche länger Vorfreude, so könnte man es doch ausdrücken, oder? Genau, ja. Gut, aber ihr wusstet ja auch, wie der Prozess da abläuft. Wir hatten euch ja im Vorfeld dann auch informiert und es braucht einfach eine gewisse Zeit, bis wir die Videos im Kasten haben. Und da haben wir echt gut Gas gegeben. Und ja, wie du sagst, also zu diesem Zeitpunkt haben alle Besteller auch ihre Karten dann schon erhalten. Und die Videos folgen jetzt in den kommenden Wochen dann immer gespickt mit ein paar News von unserer Seite. So wie beispielsweise die nächste Neuigkeit, über die wir sprechen. Es gibt nämlich eine neue Skirmish-Season, die ansteht im November. Oh ja, absolut. Ihr habt es ja wahrscheinlich schon mitbekommen oder zumindest die aktiv die Neuigkeiten von LSS und rund um Flesh and Blood verfolgen. Die neue Skirmish-Season, die dritte, startet am 13. November, läuft dann bis zum 5. Dezember. Und da wird es dann entsprechende Skirmish-Events in den verschiedenen Local Game Stores geben. Und ja, auch natürlich bei uns. Wir sind gerade dabei, das Datum noch fix zu machen, aber ihr könnt euch ja mit einem spitzen Bleistift im Kalender einfach schon mal vormerken, dass wir wohl auf ja, das letzte Novemberwochenende gehen werden, also irgendwas so um den 27.11. rum. Aber genaues Datum und komplette Bestätigung kommt dann kurzfristig. Aber ihr merkt, Organized Play, wir hatten es ja schon mehrfach erlebt, hat echt Fahrt aufgenommen. LSS gibt da richtig Gas und wir haben super Bock drauf, dass wir da einfach ja, weiter Dampf geben. Und ich glaube, die Community ist ja auch heiß. Ja, das ist so das Feedback, was wir von den verschiedenen Events auch bekommen. Ja. Ja, verschiedene Events. Also es geht ja Schlag auf Schlag hier. Mensch, ein Display, man ist ja schon gleich, wir sind schon gleich durch. Und Organized Play, Heiner, Stichwort, der Elefant im Raum. Nationals. So ist es, genau, die Nationals. Ja, oh, vier Booster haben wir noch. Na, welches nehmen wir zuerst? Nehmen wir das. Genau. Natürlich interessiert euch alle, was da geschehen wird. Es ist nicht mehr lang. Wir nehmen dieses Video am 3.10. gerade auf. Bedeutet, in exakt 4 Wochen sind wir in Gelsenkirchen, sind wir in der Kaue. Und abgesehen von dieser sehr glücklichen und schönen Tatsache stellt sich natürlich die Frage, wann kommen denn endlich mal mehr Infos dazu? Wann gibt es die Tickets zu kaufen? Was für Ticketpakete wird es geben? Und so weiter und so fort. Wir bereiten alles auf Hochtouren im Moment vor. Und wie wir eingangs schon gesagt hatten, mit den Umzügen bündelt es sich gerade etwas. Trotz allem, es läuft alles auf Vollgas. Wir werden im Laufe der jetzt anstehenden Woche, das ist die Kalenderwoche 40, die Anmeldungen loslösen, beginnen und auch Infos zu den Side-Events bereitstellen, damit ihr ein bisschen mehr wisst als nur ein Titel und ein Schlagwort. Absolut. Du, ja. Du machst schon eine kleine Kurve. Ah, da ist sie. Ja. Sehr schön. Ja, ich wollte gerade schon sagen, du hast ja schon angeteasert mit dem Lichtspiel, sah man schon was. Da kommt was. Ah, super. Herzlichen Glückwunsch an denjenigen oder diejenige, dessen Display das hier ist. Denn ein Display bestellt, ein Display geliefert bekommen und die Legendary oder eine Legendary drin. Ja, und ich glaube, eine ziemlich gute. Also, hängt natürlich davon ab, was man so genau macht im Spiel, ob man genau diese brauchen kann. Aber Artwork klasse und war natürlich ist ein schöner Start für die ganze Season, die wir hier mit den Box-Openings gerade haben. Noch ein kleiner Nachsatz zu den Infos, die kommen in der nächsten Woche. Ich finde die auf alle Fälle auf dem Discord-Server. Plus, wenn wir es noch schaffen, machen wir nochmal ein Video, wo wir es auch nochmal besprechen. Ja. Aber in jedem Fall guter Hinweis, falls ihr noch nicht da seid, hüpft auf unseren White Rabbit Discord Server. Das ist für uns auch tatsächlich so mit der schnellste Weg, euch da immer zu informieren über Neuigkeiten. Ja. Also abgesehen natürlich davon, dass sich darüber dann auch Spieler und Spielerinnen finden können und verabreden für ein Ründchen Flesh and Blood, vielleicht ja in Store. Und insofern ist, glaube ich, ratsam, da sich ein bisschen zu tummeln, wenn ihr mögt. Ja. Soll es geben. Ja, gucken wir mal, was drin war. Meine Güte, sind wir durchgerast mit den Infos, aber wie schnell so ein Display geht, ne? Es geht deswegen auch schön schnell, weil die Booster so schön aufgehen, muss ich ehrlich sagen. Da musst du nicht mehr so kämpfen. Ja, also alles in allem, eine Foil Majestic, eine Crown of Seeds Legendary hier drin als Cold Foil. Schicke Sache, rundes Ding. Wir hoffen, du hast Spaß damit.
danke, dass wir dieses Display von dir hier öffnen durften. Das geht jetzt gerade an unseren Kunden, unsere Kundin. Und viel Spaß mit den Karten. Bis bald. Macht's gut. Ciao.